Die Lehrrede des Buddhas, die ich mir für heute Abend ausgesucht habe, handelt einzig und allein von unserem täglichen Leben. Er spricht überhaupt nicht von Meditation, von irgendwelchen abgehobenen spirituellen Dingen, sondern einzig und allein, wie wir im täglichen Leben besser und einfacher mit uns selbst und der Welt fertig werden. Und ich habe sie auch darum ausgesucht, weil wir jetzt gerade in einer Jahreszeit sind, wo es mir scheint, dass sehr viel extra Hass und extra Stress sich breit macht. Als man merkt es vielleicht auf den Straßen, in den Geschäften und vielleicht sogar bei sich selbst zu Hause. Dass es gar nicht eine Zeit der Besinnung und der Einkehr ist, sondern dass es eine Zeit ist, wo man das Gefühl bekommt, man müsste mehr erledigen als sonst und man sozusagen nicht hinterherkommt. Dieses Gefühl scheint sich zu verbreiten. Und wenn es sich einmal verbreitet, dann wird man angesteckt davon. Auch selbst wenn man es selber noch gar nicht gehabt hat. Diese Art der Vibrationen sind sehr ansteckend. Und daher ist es für uns wichtig, für jeden, der sich für sein Innenleben interessiert, ist es wichtig, sein eigenes Innenleben in Ordnung zu halten, so dass er nicht von dieser Gefahr der Hass und dieses Stress und diesem extra noch versuchen, anderes zu erledigen, angesteckt wird. Und die Lehrrede heißt, die vier Wege des Verhaltens. Und diese vier Wege des Verhaltens werden gezeigt als zwei gegensätzliche Wege und dann zwei, die uns helfen werden. Und wir werden vielleicht gleich erkennen, dass diese guten Wege des Verhaltens ganz wichtig für unseren täglichen Ablauf sind. Vier Wege des Verhaltens gibt es. Welche vier? Den Weg der Ungeduld, den Weg der Geduld, den Weg der Bezähmung und den Weg der Stillung. Was aber ist der Weg der Ungeduld? Von wem da einer beschimpft wird, den beschimpft er wieder. Von wem da einer beleidigt wird, den beleidigt er wieder. Von wem da einer gescholten wird, den schilt er wieder. Das nennt man den Weg der Ungeduld. Nun ist das hier, wie wir hören können, diese Ungeduld, äußerst kurz ausgedrückt nur. Wir haben noch ganz andere Art und Weise, unsere Ungeduld bemerkbar zu machen. Wir warten nicht gerne auf die Dinge, die wir gerne haben möchten. Wenn wir etwas zu lange warten müssen, werden wir sehr ungeduldig und kann sehr leicht sein sogar, dass wir anfangen zu schimpfen, dass wir uns schlecht behandelt fühlen. Was im Allgemeinen, wenn wir warten müssen, Unsinn ist, weil derjenige, der uns warten lässt, wahrscheinlich uns was anderes tun muss. Aber wir fühlen uns schlecht behandelt. Wieso haben wir diese Ungeduld in uns? Es ist nicht nur, wenn uns jemand beschimpft, dass wir ihn wieder schimpfen. Auch das natürlich kommt auch vor. Aber auch wenn wir warten müssen, wenn wir nicht gleich das bekommen, was wir gerne hätten, wenn wir nicht gleich einen Kommunikation haben, an der uns liegt, wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir es gerne hätten. All das sind Gründe für unsere Ungeduld. Und wie spürt man diese Ungeduld? Es ist sehr wichtig, dass wir sie spüren. Denn wenn wir sie nicht spüren, können wir nichts dagegen tun. Dann bleibt sie. Man kann sie ganz deutlich spüren. Es wird innerlich unruhig. Da kommt eine innere Unruhe hoch. Es fängt an, es fühlt sich an, als ob im inneren Wesen von einem, sich etwas bewegt, was sich vorher nicht bewegt hat. Und diese Unruhe kommt von der Ungeduld.
Und wieso machen wir das? Wieso machen wir uns selber das Leben schwer? Eine interessante Frage, denn das machen wir nämlich andauernd. Machen uns andauernd selber das Leben schwer. Aber die meisten Menschen sind sich dessen nicht bewusst. Die glauben, andere machen uns das Leben schwer. Was hier bei der Ungeduld passiert, ist, dass unsere Ich-Behauptung und Ich-Bestätigung nicht unterstützt wird. Es geht nicht gleich so, wie wir es gern hätten. Und da sie nicht unterstützt wird, kommt ein gewisser Ärger hoch. Dieser Ärger zeigt sich erst in der Ungeduld, in diesem unangenehmen Gefühl und kann dann sehr leicht den Ärger ausarten natürlich. Und wenn es dann den Ärger ausartet, dann versuchen wir es natürlich zu rechtfertigen. Das ist klar. Wir versuchen zu rechtfertigen, dass es nichts anderes möglich war, als sich zu ärgern, weil die Dinge eben nicht so gelaufen sind, wie wir wollten. Wir haben im Moment bestimmt unzählig viele Möglichkeiten, Geduld zu üben. Nicht, dass wir sonst nicht hätten, aber vielleicht im Moment noch mehr. Weil vielleicht wollen wir einkaufen gehen und es sind unzählig viele Menschen, die das auch wollen. Und stehen sie nun und warten und wir müssen mitwarten. Oder es ist überfüllt, da wo wir hingehen wollen. Wir haben bestimmt tagtäglich die Möglichkeit, die innere Ungeduld zu spüren. Aber sie zeigt sich nicht nur in solchen Fällen. Die innere Ungeduld zeigt sich auch, indem wir ständig etwas Neues machen wollen. Wir wollen irgendetwas unternehmen. Weil wenn wir nichts unternehmen, haben wir noch nicht die Fähigkeit erworben, total ruhig zu sein. Und dieses fehlende Ruhe bringt Ungeduld. Diese Ungeduld treibt uns. Wir glauben immer, wir werden von irgendetwas getrieben. Irgendwelchen Menschen, mit denen wir zu tun haben, oder irgendwelchen Notwendigkeiten, die erledigt werden müssen. Das stimmt nicht. Es ist ein Fehlgedanke. Wir treiben uns selber. Wir sind ständig dabei, uns selbst anzutreiben. Erstaunlich. Jeder macht's. Muss man erkennen. Wenn man es erkennt, heißt noch nicht, dass man es aufgeben kann. Aber man kann über sich selbst etwas lächeln. Und das hilft auch schon. Wenn man über sich selbst etwas lächelt und sieht, wie man mit sich selber umgeht, dass man nicht liebevoll mit sich umgeht, dass man nicht ruhig und besonnen mit sich selber umgeht, sondern dass man die innere Unruhe, die sich in Ungeduld zeigt, immer wieder als einen Ansporn nimmt, etwas Neues zu unternehmen. Und dass man dann am Ende ganz erschöpft davon vielleicht sogar ist. Oder sich jedenfalls so unter Stress fühlt, dass man denkt, man muss jetzt endlich schon mal Ferien machen. Das ist das, was wir uns selber antun. Und wenn wir das merken, dass wir das machen und kein anderer, so ist das schon ein großer Schritt der Einsicht. Wir machen es alle selbst. Und je weniger wir davon tun, desto leichter ist es. Das Gegenteil ist nicht gar nichts tun. Das Gegenteil davon bedeutet nicht, dass man alles hinwirft und sagt, ich mach gar nichts mehr. Das bringt auch kein Glück. Es ist auch schon öfter probiert worden. Warum auch nicht? Man kann ja alles mal ausprobieren. Aber es hat noch keinen beglückt. Im Gegenteil, es hat vielleicht noch mehr Stress verursacht, als wenn man sich selber antreibt, was zu tun. Der Antwort darauf ist, nur in dieser einen Sekunde, in der man jetzt ist, zu leben. Und nicht in der Vergangenheit und nicht in der Zukunft. Das will gelernt sein. Das kann keiner nur so auf Anhieb. Das lernen wir natürlich durch die Meditation. Denn in der Meditation muss es sein. Da müssen wir
auf den Atem, der jetzt ist, aufpassen. Nicht auf den vorhergehenden, der ist vorbei, da gibt es nichts mehr zu bemerken. Und der nächste, der kommen soll, der ist nicht da. Also da gibt es auch nichts zu bemerken. Der Atem, der jetzt ist, dieser eine. Und wenn man das lang genug geübt hat, die meisten Menschen müssen es ziemlich lange üben, dann hat man die Fähigkeit erworben, in dieser einen Sekunde zu sein. Und nicht sich auf die nächste Sekunde zu fixieren. Im Moment, wo wir uns immer wieder auf die nächste Sekunde, Minute, Stunde, Tag, Woche und so weiter fixieren, haben wir ständig das Gefühl, dass wir irgendetwas hinterherlaufen müssen. Dass wir nicht da sind, wo wir eigentlich sein wollen. Und das bringt diese innere Unruhe, weil wir ungeduldig sind, dass das schon alles erledigt sein soll. Aber was soll denn eigentlich erledigt sein? Unser Leben? Und das wird sowieso eines Tages erledigt sein. Aber man braucht sich deswegen nicht zu beeilen. Es geht von ganz alleine. Geht von ganz allein zu Ende. Und müssen wir uns beeilen, weil Weihnachten kommt? Es kommt sowieso. Überhaupt nichts zu beeilen. Jeder Tag geht hin, so wie er immer gegangen ist. Oder auf was müssen wir, weswegen müssen wir ungeduldig den nächsten Schritt tun? Es gibt nur den einen. Und das, wie gesagt, ist nicht so einfach. Aber es ist die einzige Lösung dabei. Und dazu ist es aber nötig, dass man sich selbst so genau schon mal erkannt hat, dass man diesen inneren Druck, den man auf sich selber ausübt, schon bemerkt hat. So dass man nicht mehr in die Versuchung kommt, irgendetwas anderes dafür verantwortlich zu machen. Sei es die Jahreszeit, sei es die Menschen, sei es das Wetter, was immer es sei. Selbstverständlich ist das Gegenteil von der Ungeduld ist die Geduld. Und da wird vom Buddha gesagt, was ist der Weg der Geduld? Und er sagte wieder, von wem der einer beschimpft wird, den beschimpft er nicht wieder. Von wem der einer beleidigt wird, den beleidigt er nicht wieder. Von wem da einer gescholten wird, den schilt er nicht wieder. Das nennt man den Weg der Geduld. Hier ist ein Weg der Geduld angesprochen, der mit Erdulden zu tun hat. Und das ist eine spirituelle Eigenschaft, Erdulden, die immer wieder vom Buddha genannt wird. Was bedeutet Erdulden? Erdulden heißt nicht aufbegehren. Es ist eine Eigenschaft, die man auch erst lernen muss. Denn wir haben so eine natürliche Reaktion in uns, dass wir eigentlich das Recht haben darauf, dass es uns gut geht. Es ist natürlich eine Fantasie. Wir haben überhaupt kein Recht auf gar nichts. Aber so glaubt man. Und wenn es einem dann gut geht, einigermaßen und sehr oft oder zwischendurch, dann glaubt man das in Ordnung. Hat man aber etwas zu erdulden, dann glaubt man es nicht in Ordnung. Das stimmt aber gar nicht. Es ist so im menschlichen Leben, in jedem menschlichen Leben, dass wir das abwechselnd haben. Wir haben manchmal die Dinge, die wir gerne haben und manchmal die, die wir nicht gerne haben. Und wenn wir jedes Mal aufbegehren, uns ärgern, schimpfen, jemanden beschimpfen, Widerwillen haben, wenn die Dinge passieren, die uns nicht gefallen, dann haben wir zumindest die Hälfte unseres Lebens mit Ärger und Widerwillen zu tun. Ist auch nicht sehr vorteilhaft für uns, um es gelinde zu sagen. Es ist, Buddha hat es närrisch genannt. Das ist ja auch noch ziemlich höflich. Sich selber unglücklich zu machen. Wozu? Erdulden verlangt Geduld, das ist klar. Aber es bedeutet auch, dass wir etwas verstanden haben. Etwas über das menschliche Leben verstanden haben. Nämlich, dass es erstens einmal gar nicht so einfach ist, Mensch zu sein und noch bedeutend schwieriger, ein guter Mensch zu sein. Und dass in jedem Menschenleben
das, was wir gerne hätten und das, was wir nicht gerne hätten, immer zusammen da ist. Mal das eine, mal das andere. Dass es überhaupt kein menschliches Leben gibt, wo nur das eine zu finden ist. Wenn wir das einmal verstanden haben und dann akzeptieren, was auch erdulden bedeutet, dass die Dinge, die uns nicht gefallen, auch passieren, dass wir mit ihnen leben können und dass sich, da sich alles ändert, auch das ändert, dann fällt ein großer Teil unserer Kümmernisse, unserer Trauer, unseren Ablehnungen fort. Denn Trauer und Kümmernisse, Ablehnungen, all das, was uns bedrückt, kann nur davon kommen, wenn uns die Dinge, wie sie sind, nicht passen. Wir wollen sie anders haben. Das ist im Prinzip eine der wichtigsten Aussagen des Buddhas. Sie haben das formuliert. Die erste und zweite edle Wahrheit. Dass Existenz Unerfülltheit bedeutet. Dukkha auf Pali. Und dass diese Unerfülltheit, dieses Dukkha, nur einen einzigen Grund hat, nämlich Begierde. Und was für Begierde? Nicht das Begierde, dass man nun alles kaufen muss, was man sieht. Das ist damit nicht gemeint. Was damit gemeint ist, ist die Begierde, dass die Dinge anders sein sollen, als sie sind. Wie immer sie gerade sind, so sind sie. Und wir sind alle miteinander geneigt und haben es bestimmt auch schon oft probiert, die Dinge um uns herum zu ändern. Die anderen Menschen um uns herum, die Situation, die Ideen, die Ideale, die Politik, was immer es sei, wo immer wir Zugang haben, ändern wir, möchten wir gerne ändern. Ob wir damit erfolgreich sind oder nicht, steht gar nicht zur Debatte. Die Änderung, die wirklich bedeutsam ist und die jedem möglich ist, ist die Änderung in uns selbst. Und das ist Schwerarbeit. Absolute Schwerarbeit. Und nimmt ein Menschenleben in Anspruch. Und wenn wir das tun, wirklich damit beschäftigt sind, dann merken wir sehr schnell, dass diese ganzen Widerstände und Ärgernisse und Beklommenheiten und was immer sich in uns abspielt, wegfallen, weil wir mit den Dingen um uns herum ja uns gar nicht mehr so beschäftigen, sondern wir sind damit beschäftigt, das zu geduldig zu erdulden, was gerade ist. Je geduldiger wir das können, desto leichter ist unser Leben, desto leichter ist unser Tod. Tod wird sehr oft, ist sehr oft schwierig für Menschen, weil sie ihn nicht erdulden wollen. Auch für die Angehörigen. Sie wollen ihn nicht. Er soll wegbleiben. Ja, es geht leider nicht. Funktioniert nicht. Wie wir das im Allgemeinen handhaben, wenn wir noch einigermaßen jung und fit sind, wir vergessen dran. Hat nichts mit uns zu tun. Andere Leute sterben, nicht wir. Sollten wir dann nicht mehr ganz so jung und fit sein, vielleicht kommt der Gedanke hoch, es könnte ja auch mal ich sein. Aber was sehr häufig hochkommt, ist der Gedanke, es könnten die sein, die ich behalten will. All das gehört zum menschlichen Leben. Und je mehr wir Geduld in kleinen Dingen üben und das Erdulden in kleinen Dingen üben, desto einfacher wird es dann in großen Dingen. Die großen Dinge, die großen Tragödien, wie wir sie nennen, die auch nichts anderes sind als Naturereignisse, sind ja nicht so häufig. Die kleinen Dinge sind andauernd. Also es wäre hilfreich für jeden,
einmal den Tagesablauf zu beobachten, sich selbst im Tagesablauf zu beobachten. Es gibt nichts Interessanteres kennenzulernen, als sich selbst im Tagesablauf. Und einmal festzustellen, wie oft Ungeduld hochkommt oder wie oft man Geduld üben kann. Geduld übt man dann natürlich, nur ist dann nur ein Üben, wenn die Dinge nicht so gehen, wie man will. Wenn sie sowieso funktionieren, wie man will, braucht man keine Geduld zu üben. Das heißt also, man hat die Möglichkeit, sich selbst zu erkennen. Erdulden wird zum Beispiel hier auch in einer zweiten Lehrrede, die genau von demselben handelt, auch von den vier Wege des Verhaltens, vom Buddha so ausgedrückt, das Nicht-Erdulden. Da vermag einer nicht, Hitze und Kälte zu erdulden, Hunger und Durst, Belästigungen durch Stechmücken, Wind, Sonne oder Kriechtiere. Unerträglich sind ihm gehässige, unfreundliche Worte sowie aufgestiegene körperliche Schmerzgefühle, scharfe, stechende, brennende, beschwerliche, unangenehme oder lebensgefährliche. Das nennt man den Weg der Ungeduld. Ganz deutlich gesagt, all das mögen wir nicht. Und wenn das kommt, dann können wir ihn nicht erdulden. Aber es steht nirgends geschrieben, dass diese Dinge nicht auf uns zukommen sollten. Nur es müssen ja nicht gerade unbedingt Stechmücken sein, aber auch das passiert. Und natürlich versuchen wir uns zu schützen vor Hitze und Kälte, aber das funktioniert auch nicht immer. Manchmal ist es eben kalt und manchmal ist es sehr heiß. Und manchmal hat man körperliche Schmerzen. Wie weit können wir damit so leben mit diesen Dingen, dass sie unseren Geist nicht in Aufruhr bringen. Und das ist an sich der einzige Weg, um Geduld zu lernen. Nun, da muss es nun nicht gleich eine lebensgefährliche Krankheit sein, die wir erdulden sollen. Wir sollten mit kleinen Dingen anfangen. Mit den Dingen, wo es etwas einfacher ist. Nicht in Abwehr zu kommen. Genau dasselbe, was eben gesagt wurde, wurde dann gesagt, dass der Mensch, der das alles geduldig hinnehmen kann, der übt Geduld. Wir haben sicherlich tagtäglich eine Möglichkeit, das bei uns selbst festzustellen. Wie weit wir nicht, dass wir unterdrücken oder dass wir einfach andere machen lassen, sondern wie weit wir selbst in uns ruhig bleiben können, wenn die Dinge nicht so sind, wie wir sie gerne hätten. Je mehr wir das können, desto mehr können wir uns mit Krankheit und Tod ganz leicht auseinandersetzen. Und davor ist keiner gefeit, bestimmt nicht vor dem Tod. Das ist ja jetzt schon mehr mal ein Thema geworden als früher. Der Buddha spricht dieses Thema seit 2500 Jahren an und nennt es die täglichen Betrachtungen, dass man sich an seinen eigenen Tod erinnern sollte, weil es hilft einem nämlich, sich an seinen eigenen Tod zu erinnern, um sich selbst etwas mehr in Perspektive zu bekommen. In die Perspektive, dass man hier nur kurze Zeit ist, in diesem Leben. Und dass diese kurze Zeit sinnvoll zugebracht werden sollte und nicht dazu verwendet werden sollte, dass wir nur das suchen, was uns angenehm ist. Das ist eine Verschwendung unserer Zeit. Es ist unmöglich, nur das zu finden, was uns angenehm ist. Es gibt immer das auch, was uns unangenehm ist. Man denke nur alleine an das viele Essen, was jetzt zum Beispiel angesagt ist zur Weihnachtszeit. Schokolade und Lebkuchen und Plätzchen, alles Mögliche. Wunderschön. Dann isst man das und was ist dann? Danach? Gar nicht so angenehme Gefühle, ne? Danach. Viel zu voll alles.
muss man erstmal wieder ein paar aussetzen. Also es ist unmöglich, auf irgendeiner Ebene nur das Angenehme zu bekommen. Und je mehr wir das üben, jetzt, wo es uns gut geht, je mehr wir das erkennen können und uns immer wieder in Geduld hingeben können, so dass wir warten können, so dass wir sehen, es sind Dinge zu erdulden. Ja, es sind natürlich auch größere Dinge zu erdulden. Aber da sich alles ständig bewegt, bewegt sich das auch. Und was heute unangenehm ist, mag morgen oder übermorgen uns gar nicht mehr so berühren. Viel wichtiger ist es, den Geist so unter Kontrolle zu haben, dass er uns nicht in Aufruhr bringt. Erstens einmal, weil uns das Leben leicht macht. Es macht aber auch unsere Umwelt das Leben leicht. Wenn unser Geist in Ruhe bleibt, dann bleibt unsere Umwelt in Ruhe. Wenn wir selber aufgeregt, ungeduldig, widerwillig, ablehnend sind, das ist unsere Umwelt genauso. Und mit diesem geduldigen Geist können wir auch meditieren. Bei der Meditation braucht man viel Geduld. Durchhaltevermögen und Geduld. Die beiden sind die nötigsten Qualifikationen für die Meditation. Man braucht kein spirituelles Genie zu sein, um zu meditieren. Aber man muss Geduld mit sich selber haben und man muss Durchhaltevermögen haben. Und dann kann es jeder. Geduld mit sich selber ist auch so ein Thema, was immer wieder falsch angeschaut wird. Wenn man Geduld mit sich selber hat, so kann man ruhig die Dinge erkennen, die in einem selbst noch nicht so sind, wie man es gern hätte. Aber man braucht sich deswegen nicht zu beschimpfen. Genau wie man einen anderen nicht beschimpfen soll, soll man sich selbst auch nicht beschimpfen. Der andere und man selbst sind ja gar nicht verschieden voneinander. Das ist ja gar kein Unterschied. Nur nicht sich selber beschimpfen, denn das artet aus in das Beschimpfen von anderen. Und wenn man Geduld mit sich selber hat, dann sieht man, dass langsam kann man kleine Änderungen vornehmen. Man wird nicht mehr so angegriffen von den Dingen um einen herum. Nicht mehr so angegriffen von diesen ganz alltäglichen Dingen, die so oft nicht genau funktionieren. Ich werde nie vergessen, wie ich von so etwas gesprochen habe, wie einer von den Teilnehmern dann nachher erzählt hat, dass er hinter einem Wohnwagen gefahren ist auf der Autobahn und vor lauter Ungeduld vollkommen wahnsinnig geworden ist, weil er den nicht überholen konnte. Ja, wie man damit umgeht, naja, so genau so, das sind die Dinge, die man jetzt lernt. Da soll der doch nun langsam fahren, ist schon recht, soll er da vorfahren. Oder es nimmt dann einmal einen Parkplatz weg. Da soll man mit Freude üben, dass der andere einen Parkplatz gefunden hat. Irgendwo muss man ansetzen. Irgendwo, irgendwann muss man anfangen. Bei diesen kleinen Dingen. Das ist das, was unser Leben ausmacht. Die kleinen Dinge. Von morgens bis abends. Vielleicht kriegen wir nun nicht gerade das Essen vorgesetzt, was wir so gern hätten. Na, dann nehmen wir das, was wir vorgesetzt bekommen. Oder es kommt nicht zu der Zeit, wo wir es gern hätten. Bei diesen kleinen Dingen sich einmal das Erdulden und die Geduld zu lernen, bedeutet, wir können dann die großen Dinge erdulden. Denn das ist etwas, was natürlich jeden eines Tages trifft, wie ich bereits gesagt habe. Der Tod kommt zu jedem. Und wenn wir den in Geduld erdulden, dann haben wir unser Leben auf eine gute Art und Weise beendet. Aber um das zu tun, müssen wir unser Leben auf eine gute Art und Weise auch leben. Denn man lernt das nicht erst auf dem Totenbett. Das lernt man jetzt. Da haben wir also erstmal einen Weg, der nicht vorteilhaft ist, die Ungeduld, und dann einen, der vorteilhaft ist, Geduld. Jetzt kommen zwei, die man praktizieren sollte, zwei Wege. Also es sind drei Wege des Verhaltens, die
vorteilhaft sind. Was ist der Weg der Bezähmung? Erblickt man mit dem Auge eine Form, so haftet man weder am Ganzen noch an den Einzelheiten. Und weil bei unbewachtem Auge Begehren und Missstimmung üble, unheilsame Einflüsse in einen einströmen möchten, da bemüht man sich, dem zu wehren. Man bewacht das Auge und zügelt es. Vernimmt man mit dem Ohren einen Ton, mit der Nase einen Duft, mit der Zunge einen Saft, fühlt mit dem Körper etwas Tastbares, mit dem Geist eines Gedankens bewusst, so haftet man weder am Ganzen noch an den Einzelheiten. Und weil bei unbewachtem Geist Begehren und Missstimmung üble, unheilsame Einflüsse in einen einströmen möchten, daher bemüht man sich, dem zu wehren. Man bewacht den Geist und zügelt ihn. Das nennt man den Weg der Bezähmung. Da haben wir jetzt ganz besonders viele Möglichkeiten, das zu praktizieren. Weil im Moment ist die Stadt und die Geschäfte besonders voll mit Dingen, die wir durch unsere Sinne wahrnehmen können und die uns vielleicht auf der einen Seite zum Haben wollen anreizen oder auf der anderen Seite sogar zur Ablehnung reizen. Und was wird hier gesagt? Hier wird gesagt, wir sollen das Auge behüten. Ja. Das ist natürlich etwas, was die meisten Menschen nie tun. Nicht nur das Auge, auch das Ohr, auch die Nase, auch die Schmeckorgane, das Antasten und das Denken. Aber wenn wir einmal schon etwas gesehen haben, das Auge kann nicht reagieren. Das Auge hat keine Möglichkeit zu reagieren. Aber wir sehen es und der Geist reagiert darauf mit haben wollen. Das ist schon zu spät. Dann können wir uns schon kaum mehr aus dieser Falle retten. Und es kommt ja immer wieder. Das Erste, was wir haben wollten, das bringen wir nur nach Hause. Na und nu? Damit ist doch nicht getan. Dann kommt das Nächste. Und es ist nicht nur, dass wir die Dinge haben wollen, es ist auch sehr häufig, dass wir zum Beispiel Dinge sehen, die wir total ablehnen. Und was tut das für unseren Geist? Das ist ständiger Aufruhr. Auf der einen Seite sagt er haben, auf der anderen Seite sagt er weg damit. Ein ständiger Aufruhr im Geist, das ist nie Ruhe. Und dann wundern wir uns noch, und das ist vielleicht das Verwunderlichste, wundern wir uns noch, dass nirgends Ruhe herrscht. Es ist so unmöglich, dass Ruhe herrscht. Wo soll denn die Ruhe herkommen? Jeder macht ja dasselbe mit seinen Sinnen. Mit den Sinneskontakten, mit dem Sehen und Hören und Riechen und Schmecken, Antasten und Denken. Alle, die ganze Menschheit, überall machen wir alle das Gleiche. Da gibt's keine Ruhe. Und je mehr Menschen zusammenkommen und das tun mit ihren Sinneskontakten auf diese Dinge, die sie da greifen können, hinbewegen, desto unruhiger wird. Auf der einen Seite haben wollen, auf der anderen Seite loswerden wollen. Nur ist es sehr häufig, dass das Haben wollen stärker ist. Und das scheint vernünftiger zu sein. Also aber nur ein Schein, dass das vernünftiger ist. Es hat in sich eingebaut eine Hoffnung, dass wenn wir dieses Objekt bekommen, was immer es ist, was wir uns da angeschaut haben oder was wir gerochen haben oder was wir uns ausgedacht haben, was immer das sei, das birgt eine Hoffnung in sich, dass wenn wir es bekommen, dann werden wir zufrieden sein. Da muss man sich mal genau überlegen, sich mal ganz in Ruhe hinsetzen und 5 Minuten der Zeit geben, zu überlegen, ob das je gestimmt hat. Ob das je schon so gewesen ist, dass man irgendetwas bekommen hat, gekauft hat, geschenkt bekommen hat, ob man dann innerlich erfüllt war und nichts mehr wollte. Das kann nicht stimmen. Es hat noch nie gestimmt und es wird auch nie stimmen. Und erst wenn wir das merken, dass das nicht stimmen kann, dann wird uns vielleicht es möglich sein, unsere Prioritäten anders einzuteilen.
zu wissen, was uns das Wichtigste ist. Es ist jetzt gerade natürlich zur Weihnachtszeit ein besonders starke Sinneseindrücke. Von allen Seiten kommen sie. Und es soll schön aussehen, es soll schön riechen, es soll schön schmecken, es soll schön anzufassen sein, was immer es sei. Überall werden die Sinne bearbeitet. Da kann es keine Ruhe geben. Das bedeutet nicht, dass wir keine Geschenke kaufen sollen. Es ist sehr nett, Geschenke zu kaufen, es ist sehr schön, Geschenke zu kaufen. Aber das macht man ja nicht andauernd. Die Sinne zügeln und beschützen ist eine der wichtigsten Wege, um zur inneren Ruhe zu kommen. Das merkt man ganz deutlich, wenn man zum Beispiel in einem Meditationskurs war, längere Zeit. Wie wir zum Beispiel, wie ich erwähnt habe, wir hatten hier einen 4-Wochen-Kurs. Nachdem die 4 Wochen um einen Tag zu Ende waren, sind wir nach Kempten gefahren. Es war erschöpfend. Es war nur 2 Stunden weg. Es war total erschöpfend. Nach der Ruhe und der Nicht-Sinneseindrücke behafteten Atmosphäre, dann dorthin zu kommen, wo alles auf Sinneseindrücke ausgerichtet war. Wenn man das aber jeden Tag macht, merkt man das ja gar nicht. Nachdem habe auch die Teilnehmer gewarnt, gesagt, wenn er 2 Tage, nachdem er diesen Kurs verlassen hat, werde er das nicht mehr merken. Und man merkt es nicht, weil der Mensch kann sich sehr leicht anpassen zu seiner Umgebung und zu all den Dingen, die da um ihn herum vorgehen. Man muss furchtbar aufpassen. Man hat es ja unheimlich doll gemerkt, wie wir aus dem Kurs dorthin gefahren sind und 2 Stunden uns in einem Geschäft aufgehalten haben. Noch dazu meinem Geschäft mit Buddha-Statuen. Es war total erschöpfend. Da waren viele Menschen da und wurde viel geredet und so weiter. Aber 2 Tage, wenn man das jeden Tag tut und sich nicht in diese Abgeschiedenheit einmal begibt, dann weiß man das überhaupt nicht. Dann weiß man nur, ich glaube, das weiß fast jeder, dass man sich erschöpft fühlt. Und man weiß nicht genau, wieso. Man glaubt, vielleicht liegt es an der Gesundheit. Oder man glaubt, weil man zu viel zu tun hat. Oder weil man verlangt wird, zu viel verlangt wird von einem. Aber das stimmt überhaupt nicht. Es ist einzig und allein darauf zurückzuführen, dass wir mit unseren Sinnen ständig nach außen gehen und der Geist diese Sinneskontakte bearbeiten muss. Das Auge kann nichts bearbeiten. Das Auge kann nur Farbe und Form sehen. Das Ohr gehört nur Geräusch. Also der Geist muss die ganze Zeit irgendetwas unternehmen. Und daher wird hier, also Bezähmung wird es genannt, natürlich alles Übersetzung, wird hier angesprochen, dass man den weder an dem Ganzen noch an den Einzelheiten anhaften sollte. Und das Auge bewachen, weil bei einem unbewachten Auge Begehren und Missstimmung aufkommen kann. Also beides Hass und Gier. Und dasselbe bei einem unbewachten Ohr und so weiter. Wie macht man das? Wenn man sich in der Welt befindet, ist unmöglich, die Sinne abzuschalten. Das wäre lebensgefährlich. Aber man muss nicht unbedingt noch mehr sehen, hören, schmecken, riechen, antasten und denken wollen, als unbedingt nötig. Und da ist es nicht so einfach, eine Grenze zu ziehen. Und dann sollte jeder jeden Tag eine Zeit der Besinnung einlegen. Eine Zeit der Besinnung, wo er nach innen gehen kann und die Sinne abschalten kann. Also die Meditation oder die Kontemplation. Vorzugsweise, wenn man meditieren kann, die Meditation. So dass man den Unterschied weiß, wie es ist, wenn die Sinne nicht nach außen gehen, sondern wenn wir
nach innen gehen. Wenn wir merken können, dass innen Ruhe und Glück herrscht und dass wir es durch die Sinne nie bekommen werden. Erst den Unterschied, der macht uns das klar. So sollte jeder das denn wenigstens eine kurze Zeit am Tag dafür geben, um sich von diesen ganzen Sinneskontakten zu befreien und nicht unnötige noch zu haben. Wir brauchen manche, das ist selbstverständlich. Wir müssen, weil wenn wir unseren Verpflichtungen nachkommen, müssen wir gewisse Sinneskontakte natürlich haben und müssen mit ihnen auch fertig werden. Aber der Fehler ist, dass wir glauben, dass es nichts anderes gibt. Es ist nur ein Teil von uns und nicht der Befriedigendste. Und dann gibt's noch die Stillung. Was aber ist der Weg der Stillung? Da lässt ein Mensch einen aufgestiegenen Gedanken, der Sinnenlust nicht Fuß fassen, überwindet, vertreibt und stillt ihn, macht ihn zunichte, bringt ihn zum Schwinden. Er lässt einen aufgestiegenen Gedanken des Hasses, einen aufgestiegenen Gedanken der Schädigung, sowie andere üble, unheilsame Dinge wieder aufsteigen, nicht Fuß fassen, überwindet, vertreibt und stillt sie, macht sie zunichte, bringt sie zum Schwinden. Das nennt man den Weg der Stillung. Diese vier Wege des Verhaltens gibt es. Das wird auch manchmal anders genannt. Diese Stillung wird auch als Praxis und Übung die vier großen Anstrengungen, die vier großen Kämpfe genannt und werden in der Kurzform vermeiden, überwinden, entfalten, erhalten. Und das sind nun vier Worte, die man sich eigentlich ziemlich einfach merken kann. Also vermeiden, was war vermeiden? Vermeiden war erst einmal hier die Ungeduld vermeiden. Dass diese Dinge nicht so sein sollen, wie man es gerne hätte, das vermeiden. Sondern akzeptieren, wie es ist, erdulden. Wenn wir das vermeiden, dann vermeiden diese zu viele Sinneskontakte. Dann können wir überwinden. Das heißt, wir können das Negative, was in uns hochkommt, was auch mit das Begehren ist, obwohl wir glauben, dass es positiv etwas haben wollen. Das können wir überwinden. Und entfalten ist das Gute in uns entfalten. Und wenn es entfaltet ist, erhalten. Also diese vier bedeuten, dass wir erstens einmal versuchen, den Dingen aus dem Weg zu gehen, die den Geist immer wieder dazu anreizen, entweder unruhig, ungeduldig, ablehnend, ärgerlich, wütend, zornig zu werden. Und dass wir diese Dinge so vermeiden, dass wir auch im Geist das vermeiden. Dass wir nicht immer nur weglaufen, sondern im Geist das vermeiden. Wenn wir das tun, auch mit unseren Sinneskontakten, dann ist es uns möglich, das zu überwinden und das Gute zu entfalten. Hier wird nun gesagt, dass man lässt den Gedanken der Begierde keinen Fuß fassen, dem Gedanken des Hasses keinen Fuß fassen, den Gedanken der Schädigung und keine anderen übel unheilsamen Dinge. Lässt man alle nicht aufsteigen, nicht Fuß fassen. Das ist aber bereits das Ende der Praxis. Sie nicht aufsteigen lassen, sie nicht Fuß fassen lassen. Wenn man also lange genug das Vermeiden und das Überwinden praktiziert hat, dann kann es sein, dass diese negativen Dinge nicht mehr in einem aufsteigen. Aber wenn man das noch nicht lange genug praktiziert hat, dann muss man üben. Und das Üben bedeutet, dass wir erkennen, was in uns hochkommt. Wenn wir erkennen, dass jetzt kommt Begierde hoch, versuchen, die Begierde zu ersetzen mit einem anderen Gedanken. Nun ist es im Allgemeinen sehr schwierig, die Begierde zu ersetzen mit Nicht-Begierde, was das Gegenteil wäre, aber sehr schwierig. Es ist viel einfacher, einen vollkommen
anderen Gedanken zu haben. Das, was man gerade begehrt, loslassen. Der erste Schritt wäre, überhaupt die ganze Affäre, mit der man da zu tun hat, fallen zu lassen und ganz etwas anderes zu denken. Und daraus kann man entnehmen, dass man nicht seinen Gedanken ausgeliefert sein muss. Und das ist ein wunderbares Gefühl, zu wissen, ich muss diesen Gedanken nicht ausgeliefert sein. Ich kann etwas machen. Ich kann loslassen. Und ich muss mich nicht selber unglücklich machen mit meinen Gedanken. Ich kann sie woanders hinwenden. Das ist etwas, was wir in der Meditation lernen müssen. Wenn wir in der Meditation versuchen, auf dem Atem zu bleiben und es kommen unzählige, abschweifende Gedanken, dann müssen wir diese davon wegnehmen, von diesem Abschweifen und zurückbringen zum Atem. Und wir können das auch. Nicht permanent, aber jeder kann das etwas. Genau das, je länger man das übt, desto einfacher wird es im täglichen Leben. Je einfacher das ist, desto glücklicher sind wir. Wir versuchen, unser Glück zu finden durch die Dinge, die wir haben. Es wird nie funktionieren. Wir können unser Glück nur finden dadurch, was wir sind. Und dadurch, was wir sind, das spielt sich in unserem Geist ab. Das heißt also, dass wir hier die Möglichkeit erklärt bekommen vom Buddha in sehr kurzen Worten, dass wir diese vier Wege des Verhaltens, davon der eine nicht zu praktizieren ist, der Ungeduldige, dass die uns zum Glück führen. Denn das war sein Versprechen. Dass er uns zeigen kann, wie man glücklich wird. Aber nicht glücklich von Dingen außen, sondern glücklich in uns selbst. Und das ist das Einzige, was auch bleibend wäre. Das heißt also, wenn wir nun unheilsame Dinge aufsteigen uns, dass wir sie nicht Fuß fassen lassen, das ist schon eine fortgeschrittene Praxis. Das heißt, wir sind sehr achtsam und passen genau auf, was da im Geist hochkommt und sind in der Lage, das sofort fallen zu lassen. Wieso nicht? Jemand, der schon lange meditiert, sollte in der Lage sein, das zu tun. Sollte. Vielleicht nicht. Weiß man nicht. Und auch karmische Resultate. Aber im Allgemeinen muss man ja erst einmal üben. Und hier wird gesagt, man kann es überwinden. Und man vertreibt sie, indem man sie ersetzt. Nicht, indem man sie unterdrückt natürlich, sondern indem man ganz etwas anderes denkt. Wenn man jetzt das praktiziert hat, ganz was anderes denken und es funktioniert, dann ist der nächste Schritt, den wir unternehmen können, ist das Unheilsame mit dem Heilsamen zu ersetzen. Und das ist natürlich ein großer Läuterungsprozess. Je mehr wir das können, desto reiner wird unser Gedankengut. Es ist dasselbe, was wir in der Meditation machen. Wir müssen ständig, wenn wir noch nicht konzentriert sind, die abschweifenden Gedanken mit dem Meditationsobjekt ersetzen. Es ist genau dasselbe. Und wenn wir wissen, dass das nichts anderes ist, als das, was wir im täglichen Leben machen sollen, dann wissen wir, wieso wir meditieren. Und wenn es uns gelingt, im täglichen Leben, einmal, zweimal, dreimal, dann kommt Selbstvertrauen, wird Zuversicht. Das funktioniert. Ich kann es. Ich kann meinen Geist so zähmen, dass er sich nicht all den Dingen hingibt, die um ihn herum geschehen. Er braucht nicht ungeduldig werden. Er braucht nicht allen Sinneskontakten nachzulaufen. Er braucht nicht jeden Gedanken zu glauben. Er kann dazu verwendet werden, mich glücklich zu machen. Wenn man sich selber glücklich macht, hat man die Chance, andere glücklich zu machen.
Wenn man sich selbst nicht glücklich gemacht hat, ist diese Chance nicht vorhanden. Man kann nur das verschenken, was man schon in sich hat. Das heißt also, etwas mehr Glück auf der Welt kommt jedem zugute. Das ist auch etwas, was ich oft und gern erwähne, in einer Lehrrede des Buddhas, nicht in dieser, in einer anderen Lehrrede, dass wir nicht für uns selbst meditieren. Natürlich, jeder meditiert für sich selbst, er kann keinen anderen meditieren, aber der Zweck ist weitgehend für die Welt. Und für die Welt insofern, dass das Glück, was wir in uns erarbeiten können, natürlich einen absoluten Niederschlag hat um uns herum. Und je mehr davon vorhanden ist, desto weiter geht dieser Niederschlag. Und so wird oft einmal gesagt, dass man, das wäre egoistisch, wenn man sich aufs Kissen setzt und seinen Atem betrachtet und sich nicht um die Welt kümmert. Es ist nicht möglich, sich nicht um die Welt zu kümmern. Es ist, solange man diesen Körper hat, muss man sich um die Welt kümmern. Aber das innere Glück, das wir uns erarbeiten können, jeder, das bringt Glück in die Welt. Wohin soll es sonst kommen? Und je mehr davon vorhanden ist, und es ist sehr wenig davon vorhanden leider, je mehr davon vorhanden ist, je mehr Menschen das erleben können, desto friedvoller und ruhiger kann das Leben der Menschen sein. Und wir wünschen es uns alle, aber wir haben vielleicht noch nicht gemerkt, dass nur wir selbst verantwortlich sind dafür. Wenn wir uns dorthin begeben, wo im Inneren Frieden herrscht, dann kommt Frieden auf uns zu. Ein schöner Satz zu dieser Jahreszeit, Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Wir können es alle dazu etwas tun und wir können es alle in uns erleben, aber wir müssen aufpassen auf uns selbst. Müssen aufpassen bei allen Gelegenheiten, ständig den Geist immer wieder untersuchen, heilsam oder unheilsam. Kann ich loslassen oder ersetzen oder ganz was anderes mit dem Geist machen? Immer wieder schauen, dass Ruhe in einem herrscht. Frieden und Ruhe kann man vielleicht als dasselbe ansehen. Die ganzen Reize, die wir bekommen, und es ist unvermeidlich, dass wir sie bekommen, dass wir sie so erkennen, wie sie sind, als Reize, dass sie uns reizen. Und sie reizen uns nicht zum Reizendsein. Wir reizen uns dazu, zum Reagieren. Und das ist die ganze Unruhe, die in uns herrscht. Also nur noch einmal zu wiederholen, Geduld heißt erdulden, die Dinge so, wie sie sind, nehmen und warten können. Die Bezähmung, nicht unnötige Sinneskontakte. Immer wieder erkennen, wenn der Geist sich mit den Sinneskontakten beschäftigt und sehen, wie oft es unnötig ist. Und die Stillung. Die Stillung, das heißt, die Stillung des Unheilsamen, um zusammenzufassen. Die Stillung des Unheilsamen, die wir durch Ersetzen in unserem Geist, durch Andersdenken immer wieder hochbringen können. Und Andersdenken wird natürlich durch die Meditation gefördert, das ist klar. Aber es braucht noch etwas mehr als das, dieses Andersdenken. Es braucht auch das Loslassen von diesen überstarken Ich-Behauptung. Das Loslassen von der überstarken Ich-Wichtigkeit.
Wir haben da so eine kleine Ansichtskarte an der Tür hängen. Wenn wir rausgehen, kann man sich die mal anschauen. Es steht hinten drauf, was es bedeutet. Kann sich jeder angucken, wenn er will. Da ist es unsere Galaxie gezeigt. Und die unendlich vielen Sterne und Planeten in dieser Galaxie. Es war nur eine Galaxie. Und dann ist der winzige Punkt, das ist die Erde, aber winzig klein. Und dann ist der Punkt natürlich von der Erde ist so klein, dass wir natürlich nicht mehr mit drauf sind, ist ja klar. Nur ein Pfeil da, wo steht, you are here. Das ist alles, was da noch zu zeigen ist. Wenn man sich das jeden Tag anschaut, hat man die richtige Perspektive. Dann wird die Perspektive etwas besser. Dann sieht man, ja, man ist ein Teil von dem Ganzen, natürlich. Selbstverständlich sind sie ein Teil des Ganzen. Und es liegt an jedem an von uns, wie wir das, wie wir auch auf das Ganze einwirken. Aber wir kriegen oftmals die Idee, wir sind schon das Ganze. Weil wir gar nicht mehr das andere sehen. Weil zu viel um uns herum vorgeht. Und das gehört mit dazu. Die Perspektive. Das, was ist wichtig in meinem Leben? Und vielleicht jetzt überhaupt zu dieser Jahreszeit wichtig zu überlegen. Was ist wichtig? Was ist wirklich wichtig? Worum geht's mir? Und sich das so zu überlegen, dass es Eindruck macht auf einen selber. Das, was man selber nämlich herauskriegt, das macht wirklich Eindruck. Das, was man hört, sagt man ja, das ist interessant. Kann ich mal überlegen. Aber was man selber erfährt in sich, das ist so beeindruckend, dass man im Allgemeinen davon nicht mehr loslassen kann. Das wäre wohl genug für heute Abend, wenn irgendwelche Fragen sind. Jetzt wäre die Zeit dafür. Ja, gibt's Schritt. Dieses Glück, was man da erfahren kann, darf man das nun mit gutem Gewissen genießen oder muss man sich dann schon wieder sagen, jetzt haft ich dem Glück an? Die erste Frage ist, ist dieses Glück bereits zur weltlichen Sphäre oder bereits etwas auch zur überweltlichen? Ja, das kommt darauf an, welches Glück du meinst. Es gibt vier Arten Glück. Und die erste Art kriegt man durch angenehme Sinneskontakte. Das ist gar keine Frage. Wenn es etwas Angenehmes ist, habe ich ein momentanes Glücksgefühl. Aber das haben wir ja nun gehört, das ist nicht befriedigend. Das ist zu kurzfristig und vor allen Dingen ist es auch muss immer wieder erneuert werden. Dann gibt es ein Glücksgefühl, das dadurch kommt, dass man dass man Liebe und Mitgefühl und Mitfreude und Gleichmut so lange schon praktiziert hat, dass sie in einem sehr verankert sind und dass man daher unpersönliche Liebe und Mitgefühl üben kann. Das ist auch ein Glücksgefühl. Das ist alles weltlich. Dann kommt die dritte Art, ist auch weltlich. Das ist das Glücksgefühl durch die Meditation, durch die Vertiefung. Da ist die zweite Vertiefung, ist Glückseligkeit. Auch in der dritten ist sie noch vorhanden. Also das ist aber auch weltlich. Es sind alles Bedingungen dafür da. Und zwar sind bei den Vertiefungen die Bedingung der Konzentration. Das ist Bedingung, Vorbedingung da. Und bei den Liebegefühl ist auch die Bedingung vorhanden, dass man das in sich hochbringt. Und dann kommt die vierte Glück, die vierte Möglichkeit des Glücks. Und das ist Glück durch die Einsicht. Und zwar ist das dann die Einsicht in die, was ich heute Abend nicht angeschnitten habe, die Einsicht in die drei Daseinsmerkmale, Anicca, Dukkha, Anatta, Vergänglichkeit, Dukkha, das habe ich kurz erwähnt, Unzulänglichkeit der Existenz und die Substanzlosigkeit. Wenn man das allerdings in sich so verankert hat, dass es nicht mehr verloren gehen kann, dann ist es überwältigend. Das ist überweltliche Glück. Das kann nicht verloren gehen. Da braucht man sich nicht zu konzentrieren. Da braucht man überhaupt nichts zu machen. Das ist immer da. Und dann ist auch die unpersönliche Liebe und das Mitgefühl auch verankert. Und die Vertiefung. Aber das ist das Einzige, was wir mit überweltlich bezeichnen können.
Alles andere ist weltlich. Und die dritte Art, dass man da anhaften, oder? Nein, man darf nicht. Also es ist nicht günstig. Es ist so. Das Glücksgefühl durch die Vertiefung ist selbstverständlich etwas, was man als viel edler empfinden kann als das Glücksgefühl durch die Sinneskontakte. Wenn man jetzt aber das nur macht, ja, und daran anhaftet und nicht sich zu der Einsicht hinbegibt, ja, dann wird man nie das Überweltliche erleben. Ich meine, es ist viel besser, natürlich die Vertiefung zu erleben, als sie nicht zu erleben. Aber der Buddha hat davor gewarnt, dass man dort stecken bleibt. Nicht sich dann den Einsichten hinzugeben. Er selbst, als er praktiziert hat, noch nicht der Buddha war, sondern Bodhisattva, hat die 8 Vertiefungen bei 2 Lehrern gelernt, die dann zu ihm gesagt haben, das ist alles, was es gibt, und jetzt kannst du hier auch Lehrer sein, worauf er geantwortet hat, nein, wenn ich aber rauskomme aus den Vertiefungen, dann habe ich ja doch wieder Dukkha. Ich will das Ende von Dukkha erleben, das Ende von allem Leid. Und dann ist er alleine gegangen, um ausfindig zu machen, wie man das Ende von allem leitet. Denn gerade wenn man die Vertiefung macht, das ist auch ein interessanter Punkt für die Vertiefung, und dann herauskommt daraus und ganz genau aufpasst, dann merkt man genau den Unterschied, wie es ist, wenn man konzentriert in der Meditation dieses Glücksgefühl erlebt. Und wenn man rauskommt, obwohl es einen Niederschlag hat, das Glücksgefühl, wird es wieder ganz anders. Weil sich die Sinne wieder natürlich bemerkbar machen. Das Denken, das Sehen, das alles ist wieder da. Es ist genau dieser Unterschied, den ich angeschnitten habe, wenn man 4 Wochen im Kurs war und dann geht man raus und merkt man, es ist ja erschöpfend da draußen. Vollkommen erschöpft. Das ist nach der, muss man aufpassen, dass man das merkt nach der Vertiefung. Noch irgendetwas. Ja, bitte. Ja, das gibt's auch. Und da hat der Buddha gesagt, wenn man in einer Situation sich befindet, die unmöglich zu ertragen ist, dann soll man nicht aus dem Weg gehen. Und zwar hat er gesagt, man soll bösen Menschen aus dem Weg gehen, man soll wilden Elefanten aus dem Weg gehen, aber das haben wir wohl hier nicht. Aber, und Dschungeldickichten soll man aus dem Weg gehen, aber das haben wir alles nicht. Im Allgemeinen handelt es sich um Menschen bei uns. Nicht? Und was man da machen soll, ist Folgendes. Man soll versuchen, mit dieser Situation mit Liebe und Mitgefühl sich mit ihr auseinanderzusetzen. Wenn man merkt, dass man immer wieder negativ wird, dass der eigene Geist ständig negativ reagiert und dass das mit der Liebe und dem Mitgefühl überhaupt nicht klappt, raus aus der Situation. Denn der eigene Geist, der immer wieder negativ reagiert, wird noch negativer, als er schon ist. Aber man kann dann nicht, oder sollte nicht, dem anderen Menschen, der da mit in Mitleidenschaft gezogen ist, das haben sie ja immer um andere Menschen, die Schuld geben. Der andere ist so schlecht, man kann nicht mit dem fertig werden. Sondern man sollte sagen, ich will mich beschützen vor den Negativitäten des Geistes und es ist unmöglich, in der Situation zu bleiben, weil ich eben dem noch nicht gewachsen bin. Ich werde jetzt versuchen zu wachsen. Und dann hat man was gelernt. Ich habe den Anfang nicht mitgekriegt. Was war das? Ja. Oh, schrecklich. Ja. Ja, na, das ist nicht der richtige Weg. So geht's nicht. Na, also ich meine, du bist ja nicht das 12-jährige Mädchen. Also es ist ja furchtbares karmisches Resultat, was da passiert ist, und so geht's nicht. Aber mit 12 Jahren ist natürlich sehr schwierig, das zu wissen.
Und da ist es, sind ja auch lindernde Umstände in dem Alter. Und so wird sich das schon irgendwie regeln. Aber auf die Art und Weise kommt man der Lehre nicht nach. Es muss sich um dich handeln. So kommt man der Lehre nicht hinterher. Nur wenn es sich um dich handelt, dann weißt du es.